Ja, willkommen zurück zum Train Simulator. Nein, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Oh, guck mal. Ach, wie süß. Oh, wie süß. Gestern. Ja, zu Minecraft. Wir haben in der letzten Folge hier diesen schönen, schicken Bogen gebaut. Den ich persönlich richtig cool finde. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Wir haben da eine komplette Reihe vorgebaut. Ja, eine komplette... Ja. Und zwar geht diese Reihe... Ich bin verwirrt gerade. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ach so, wir haben die Reihe da drauf gebaut. Ah, so, okay. Alles klärchen. Ja, jetzt leuchtet es mir ein. Jetzt leuchtet es mir wieder ein. ich habe schon wieder alles vergessen. So, genau. Genau. Und jetzt hier auf der Showbühne. Genau. Ja. Wir haben uns nämlich erstmal also ein Viereck gebaut, um erstmal so ein bisschen ein bisschen als Muster zu nehmen. Ja, damit wir so ein bisschen eine Orientierung haben, wie wir bauen müssen. Genau. So war das gewesen. Und dann hatten wir, ich erinnere mich, hier drunter nämlich angefangen, fortzuziehen. Genau, so, so. Genau, und dann hatten wir nämlich hier angefangen, glaube ich, drunter zu bauen. Oder? Oder bin ich jetzt ganz plemplem? Ich glaube schon, bin mir aber nicht ganz sicher. Bauen wir mal. Wenn wir schon sehen, was passiert. Wenn wir da nicht ankommen, dann passt's nicht. Weil es sieht nämlich nicht danach aus, als würde es passen. Oder? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Oder? Oder vielleicht... Hä? Moment. Mal kurz gucken, wenn das hier oben der Anfangsstein ist. Ja, dann muss der ja weg. Oder? Oder ist es doch richtig gebaut? Ich weiß es gar nicht. Muss mal kurz gucken. Ich glaube, das stimmt sogar. Ich glaube, oder? Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen, weil wenn wir jetzt einen Fehler machen, ist das Problem, dass wir das Ganze wieder abreißen müssen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so schlimm und so tragisch. Ich glaube, das ist so. Ja, eher dann dahin und dann ist da der Punkt. Ja, weil hier ist ja der Fuß. Den müssen wir ja da mitnehmen. Das ist richtig. Ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, wir haben richtig gebaut. Nur das stimmt hier noch nicht. Das stimmt ganz und gar nicht. Das muss so. Und das muss so. Huch. Und das muss so. Und das muss so. Ja, und das muss so. Und dann stimmt's aber nicht. Dann stimmt's nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Lassen wir das erstmal so stehen jetzt. Huch. Und schauen mal. Dün, 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 dün. Das kann nie im Leben richtig sein, oder? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Weil wenn ich jetzt kurz... Jetzt erstmal hier den... So. Huch. So. Hallo? Kommst du hier hin? So. Ach, werden wir ja schon sehen. Bauen wir einfach hier dicht und fettig. Und fettig. Genau, die kommen weg. Die waren ja nur die Muster gewesen. So, die bleiben, glaube ich, dran. Ne? So war das da, oder? Nee, Quatsch, die kommen auch weg. Ja, die kommen ja auch weg. Richtig, ja. Yeah. Genau, so. Und da hatten wir nämlich... drei frei. Genau, wir hatten eine komplette Lage, dann die zweite. Und da müssen wir dann da hinten. Also quasi kommt hier oben die...
quasi hier die Dreier hin. Aber dann stimmt das nicht. Dann stimmt das nicht. Ja, weil hier kommt ja die Fläche auch hin. Ja. Die zweite breite Fläche. Die nehme ich jetzt mal als Orientierung. So, wenn ich jetzt hier schaue. Oh, hallo. Wenn ich jetzt hier nochmal schaue, haben wir hier bei der Dreier angefangen, die Blöcke zu setzen. Ja. Dann werde ich das mal von da aus machen. Also, wenn wir hier den Dreier haben, haben wir da angefangen zu setzen. Also hier, da, so. Die Frage ist natürlich, ob das auch alles passt im Nachhinein. Na? Ich werde jetzt mal hier so provisorisch mal einen runterbauen. Einen runterbauen. So, das wird nie im Leben passen. Weiß ich jetzt schon. Nie im Leben. Nie im Leben wird das passen. Im Leben nicht. Oder? Doch, Tatsache. Ah, ich weiß warum. Ja, natürlich. Klar. Wir haben die ja nicht ganz perfekt auf die Spitze gesetzt. Richtig. Ja, wir haben ja. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Und hier unten liegt der, dann liegt der drauf. Ja, genau. Das ist falsch. Genau, der liegt ja dann hier so drauf auf den Klotz. Ja, genau. Genau. So war es gewesen. Richtig. Wunderbar. Das sieht supi aus und da sind überall Löcher im Boden. So, hier haben wir zugebaut. Genau. Das machen wir auch direkt mal. Sehr schön. Da haben wir schon unseren zweiten Bogen dann quasi schon so gut wie fertig. Quasi ist auch ein Wort. Ich weiß gar nicht, ist quasi eigentlich ein richtiges Wort? Wisst ihr das? Könnt ihr mir das sagen? Also, ich bin mir nicht sicher, ob quasi ein richtiges Wort ist. Ich habe damals von meinem Berufsschullehrer, da hat auch einer bei uns in der Klasse immer relativ viel quasi gesagt. Und er meinte, quasi ist kein richtiges Wort, das gibt's doch nicht mal im Duden. Ich bin mir da nicht sicher, ich weiß gar nicht. Gibt es denn das Wort quasi? Gibt es das? Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir da sicherlich beantworten. Ich würde mich freuen über eine Antwort. Und da bin ich dann auch wieder schlauer und wieder im Thema. So, hier können wir auch hochziehen. Genau. Das hört sich ein bisschen an wie Weihnachtsmusik gerade. Din, 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 din. Sehr schön. So. Ja. Wunderbar. Das sieht toll aus. Das wird wieder richtig klasse. Wahnsinn. Mein Gott. Din, 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 din. Sieht echt aus wie so eine Erntemaschine, was ich baue. Aber das wird's nicht. Ja. Wow. Okay, okay, okay. Ja, da muss ich jetzt natürlich dann gucken, wie ich das mache da. Wie ich das mache. Dat wat platt, dat. Dat wat hat. Dat wat da hatte Dude da. So. Dat wat da hatte Dude da, dat hatte ich schon vom Jahr. Nee, nee, dat war wieder dat, dat oder dat da. Dat wieder dat, dat war. Ich dachte, dat, dat, dat war. Was dat, dat war, dat war doch immer nicht klar. So. Plattdeutsch. Ja, sehr schön. Nehmen wir natürlich wieder, damit es gleich aussieht, die leuchtenden Steine. Aber hier unten bin ich noch unschlüssig, weil. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Huch. Was haben wir denn da unten? Wie haben wir das denn da gemacht? Da. Noch gar nicht, ne? Ja, theoretischerweise muss ja der Stein dahin. Theoretischerweise muss der Stein dahin. Der leuchtende Stein. Ich werde den mal da einbauen. Huch. Clear. Clear. Ich weiß gar nicht, wie man den im echten Minecraft, also in den Überlebensmodus findet, diesen leuchtenden Stein. Aber der ist schon cool. Ein Freund von mir hat mir den mal gezeigt. Der hat da so einen Turm mitgebaut, der beleuchtet war. Sah richtig klasse aus, hat mir richtig gut gefallen. Ja, mit so einer Wendeltreppe nach oben und beleuchtet war der dann nachts. Das sah richtig toll aus. Also hat mir richtig gut gefallen. Einen schönen Gruß von hier aus an Bulli. Vielen, vielen Dank dafür. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ihr habt's auch gehört, ja? Ihr habt's auch gehört. Ihr habt's doch auch gehört gerade, oder? Was war das? Was brüllt denn hier so rum? Ich verstehe das gar nicht.
Gibt's hier... Gibt's hier Riesenmonster? Ich hab drauf friedlich stehen. Ich hab's drauf friedlich stehen. So. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, dann bauen wir mal hier vor. Genau. So, zack, zack. Wir müssen jetzt hier wieder den... Den Boden bauen. Sehr schön. Ja. Müssen natürlich jetzt hier erstmal gucken, dass wir jetzt hier den... Die richtige Höhe auch treffen. Ich glaube schon. Ich glaube ja. Ich glaube... Falsch. Na, setz ihn da ein. So. Sehr schön. Wunderbar. So gefällt mir das. Toll. Ach, toll. Toll, diese Atmosphäre in diesem Spiel. So entspannt und wunderbar und hast du nicht gesehen mit allem Dings und Bums und überhaupt. Mit hier hoch und runter. So. Ich bin ja immer wieder faszinierend, was für Leute doch, was für Gebilde hier bauen in diesem Spiel. Ich hab zum Beispiel gesehen im Internet hier so Sachen wie den Bundestag, ja, in Berlin, haben welche in Minecraft nachgebaut. Oder das Empire State Building und ach, solche Geschichten. Oder Golden Gate Bridge, komplett San Francisco hat einer nachgebaut. Komplett mit Golden Gate Bridge. Also das ist schon der Wahnsinn. Also wie viel Zeit man damit investieren kann dann und wie viel Zeit die auch gebraucht haben dafür, möchte ich gar nicht wissen. Und was hast du dein ganzes Leben gemacht? Ich war in Minecraft und habe meine eigene Stadt nachgebaut. Toll. Nein, sowas möchte ich nicht. Aber ich werde schon genug Zeit hiermit verbringen, glaube ich. So, sehr schön. Ja, zack, zack, zack. La 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 la. Sag mal, von wo kommt ihr denn her? Wunderbar, das sieht so toll aus. Das ist so supi geworden. Ich freue mich wie ein Schnitzel, was in der Pfanne liegt und sich wendet. Wirklich. Das ist unglaublich. Mäh. Immer diese Schafe. Mäh. Ich bin mal gespannt, wie wir die Zimmer einrichten werden dann irgendwann mal. Ah, das sieht toll aus. Das gefällt mir richtig gut. Hier oben kommen natürlich wieder die bunten Steinchen hin. Aber fangen wir jetzt mal mit dem hellen Blau an. Ja, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Zack. Genau, wunderbar. Und dann machen wir jetzt... ja, was machen wir denn da jetzt? Da machen wir jetzt dunkelblau. Dunkelblau, so. Dunkelblau, dunkelblau, dunkelblau. Da machen wir jetzt grün. Wunderbar. Da machen wir wieder hell. Blau. Sehr schön. Dann machen wir wieder dunkelblau. Und dann machen wir wieder grün außen. Wunderbar. Sehr schön. Das hat doch was. Das sieht doch supi aus. Das kann was, auf jeden Fall. Wahnsinn, was wir da schon gebaut haben. Unglaublich. Was ist denn da? Hallo? Was ist denn das? Oh nein! Der Baum ist gewachsen! Nein, diese scheiß Drecks-Wichspalme, wo kommen die her? Nein, wo kommen diese scheiß Bäume her? Stirb, du scheiß Baum! Stirb, stirb, stirb! Stirb! Ich bin Greenpeace! Ich bin Greenpeace, du musst sterben! Mann, das gibt's doch nicht. Wo kommen denn diese scheiß Bäume her? Die sollen verschwinden. Wer pflanzt denn hier einfach mal einen Baum in meine Ecke rein? Ist denn sowas möglich? Wo kommt denn dieser Baum her? Ey, es gibt so... Ja. Gibt's doch nicht. Wer das war, den erschlage ich. Das waren bestimmt die Leute, die hier bei mir auf dem Server waren. So, wo haben wir denn? Hier, ne? Genau. Gibt's doch nicht. Da wächst einfach ein Baum durch meine Mauer. Ist das überhaupt möglich? Unglaublich. Mein Gott. Ja gut, mit diesen schönen Bildern möchte ich mich verabschieden und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Dann machen wir endlich den dritten Bogen. Ja, den dritten Bogen. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.